unser nächster Gast. Den kenne ich. Und da weiß ich, was auf uns zukommt. Einen wunderbaren Kollegen von mir, mit dem ich auch schon sehr gerne und sehr oft zusammengearbeitet habe. So eine Vorzeigeschwiegersohn, wie sich ihn sich gern jede Mama für ihr Töchterchen wünscht. Studiert. Sieht gut aus. Ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Hat einen guten Musikgeschmack. Und ist selbstbewusst sogar auf der Bühne unterwegs. Mit einem herzlichen Applaus. Einen guten Freund, den ich sehr schätze. Max Olbricht! Ja, geil. Ich will etwas sagen, oder? Ja. Setz dich erstmal. Das war schön. Ja, okay. Kann schon vielleicht so ein Bart hinschminken. Das schafft er alleine. Nein, nein, kann doch wieder gehen. Nein, nein, bleib hier. Okay. Ja, danke. Vielen Dank. Oh. Hast du mitgehört von ihm? Oh mein Gott. Hast du alles im Team? Ja, ich habe es mitgenommen. Was, dass du hier irgendwas machen kannst? Der ist Zauberer, der schafft es schon. Ist das jetzt für mich? Ja. Ja, nimm das, egal. Max! So. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, auf jeden Fall. Ist natürlich für mich auch was Tolles. Ich selber war noch nie als Gast in einer Talkshow. Und da du auch Zauberer bist und sowas, habe ich mir bei den Fragen wirklich überlegt, was würde ich denn gern mal gefragt werden in der Talkshow. Und das kannst du jetzt beantworten. Okay. Also Frage Nummer 1, die sich fast jeder stellt, ist: Wird man Zauberer? Ja, es ist nicht das Gewöhnlichste. Bei mir war es tatsächlich ein Unfall damals. Also ich habe mir vor 6 Jahren in der Schulter die Schulter in der Schule gebrochen, bei einem Schulausflug. Hatte meine Arme in so einer blöden Schiene drin, durfte den ganzen Sommer auch nichts machen. Ich habe ganz im Internet irgendwie Quatsch gegoogelt und bin dann auf Zaubertricks zum Nachmachen gestoßen, so aus einer Webseite, wo man so ganz einfache Zaubertricks halt erklärt. Und dann habe ich quasi meinen Arm aus dieser Schiene wieder rausnehmen können, so langsam, habe dadurch meine Fingerfertigkeit wieder, meine Finger wieder in Bewegung kriegen können, weil die jetzt natürlich alles total eingerostet waren nach dieser ganzen Zeit. Und dann bin ich da voll hängen geblieben und dann bin ich durchgestiegen quasi. Na halt natürlich an meinem eigenen Geburtstag die Leute gezwungen, mir zuzugucken. Einfach so unfassbar schlecht. Aber ja, so wurde das dann immer mehr und so. Und jetzt sitze ich hier bei dir, das ist sehr schön. Super. Gibt es so irgendeine Illusion, irgendein Zaubertrick, den du gern mal aufführen würdest, aber von mir aus finanziellen Gründen oder anderen nicht geschafft hast bisher? Also Illusionen gibt es natürlich massig, was ich gerne machen würde. Irgendwie hier einen Zug erscheinen zu lassen, das wäre natürlich zu wenig Platz. Aber ich würde eigentlich weniger eine spezielle Illusion zeigen, sondern ich fände es mal richtig cool, so eine richtig pompöse Las Vegas Show auf die Beine zu stellen. Weißt du, so mit Konfetti-Kanonen oder das Hemd bis hier aufgeknöpft. Weißt du, und dann 12 leicht bekleidete Assistenten, dann so die Bühne tänzeln und sowas. Ne? Also wer da Bock drauf hat. Das war eine Karte, kannst du. Ja, geile Wahl. Das wäre ganz cool. Ja, Max, da kann ich nur sagen, so
So eine Show spiele ich gerade in Ulm. Ja, ich komme will ins KCC-Theater, die Show heißt Las Vegas. Ich habe Assistentinnen. Ist okay. Diese Bühnentechnik. Ich spiele die Show 50 Mal in der Nacht. Nee, das Team ist so geil. Und die Show ist so super cool. Also solltet ihr euch mal anschauen. Irgendwann ab Februar ist er noch nicht mehr ausverkauft. Ruf mich an. Komm mit. Ja, super. Ja, also man sieht es ja immer wieder. Bei Kindern besonders. Dass die denken, hast du schon mal Erwachsene erlebt, so, die denken, du kannst echt zaubern, oder ist es eher so ein Kinderding? Das ist eine ziemlich gute Frage. Es gibt tatsächlich öfter Erwachsene, die glauben, dass ich wirklich zaubern kann. Das ist mal ganz lustig. Die kommen dann zu mir her nach der Show und meinen so, hey Max, das sind schon alles nur Tricks, oder? Und die fragen das und ich sag so, nee. Alles echt, was ich gemacht habe. Und dann so, ach so, schon, ja, ich dachte das schon so. Weil ich kenne da Leute, die können wirklich Gedanken lesen und sowas. Und es war so ein Moment, da wusste ich nicht mehr, wer wen verarscht. Das war so. Das kommt echt. Super. Ja, Kinderzauberei machst du ja gar nicht mehr, gell? Nee, ich hab voll das Trauma. Ich kann dir kurz sagen. Ich hatte einmal ein Kind und da habe ich so einen Zauber gemacht und dann meinte das Kind so, hey, du bist der beschissenste Zauberer, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Und nimmt seine Mama an der Hand und geht. Ja, weil das ich zauber schon auch gerne. Lieber mit Erwachsenen, aber mit Kindern zu zaubern, finde ich schon. Das hat so was ganz anderes. Für die ist das ja, alles echt. Ja, natürlich ab 8, dann fangt's an. Hey, du Penner, du hast es nämlich in deinem Ärmel versteckt, du Wichser! Machst du einen Trick? So, und dann, tada, und dann schreibt das eine Kind. Ja, ich google das, du Opfer. Ich weiß wirklich, ich schwöre. Vorgestern war ich auf einem Kindergeburtstag zum Zaubern. Und da kam dann ein kleines dreijähriges Mädchen zu mir und sagte so, ich hab dich im Laptop gesehen, da hast du ein Hase von die Hut geholt. Das war so süß, alles ein Mädchen, achtjährige Mädchen. Die sind noch nicht mit 8 so hart wie Jungs, also da hat keiner Wichser zu mir gesagt, auf jeden Fall. Und das finde ich super, wie die Augen funkeln und wie die dabei sind, kannst du dich hinstellen und wenn die dann so halten und es werden zwei. Das klang jetzt auch so, als hätte ich nur Schrecken erlebt. Also es ist nicht mehr Schrecken, das ist schon echt eine schöne Momente hier. Ja, die Augen aufgehen. Ja, das Problem ist halt, du kannst dir, wenn du gebucht wirst, für Kinder die Kids nicht aussuchen. Und glaub mir, das stimmt nicht, dass alle Kinder süß sind. Gut, es gibt richtige Arschlöcher unter denen. Gut, das haben wir ja schon mal gebraucht. Ja, oh, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Es gibt für Zauberer manchmal so eine Buchung, keine Ahnung, wo man da hinkommt, hört sich gut an, den Preis akzeptieren die und dann geht man dahin und denkt sich, Mama, ich will hier nicht sein. Und da muss man jetzt auftreten, da unter den Gegebenheiten, Gott, hat er überhaupt eine Ahnung, was er... Verstehst du, was ich meine? Nur ein Beispiel. Kein konkretes Beispiel. Es gibt so ein paar Faktoren, die es manchmal echt schwierig machen. Und zwar, je später es wird und desto mehr Alkohol konsumiert wird, desto anstrengender wird es, weil wirklich teilweise echt jegliche Hemmungen fallen. Ich mache ja auch so Tischzauberei, so von Tisch zu Tisch gehen und sowas. Da gab es so einen Kerl, der in meiner Hosentasche rumgewühlt hat. Also, das war echt krass. Oder einmal habe ich auch einen Auftritt und ich mache so eine Show und es kommt wirklich keine Reaktion. Ich denke so,
okay, was geht jetzt gerade ab? Und dann ruft die Veranstalterin so rein, so, ja, Max, wunder dich nicht, die verstehen kein Deutsch. Ja, und dann? Ja, hast du weitergefragt oder einfach stur? Die meinen, ja, die sehen ja, was passiert. Also, ich habe ja versucht auf Englisch irgendwie, aber klar, du bist natürlich nicht so spontan und so. Ja, das ist schwierig. Ja, manchmal haben die keine Ahnung. Die Veranstalter, ich bin auch mal gebucht worden für eine Feuershow allerdings. Komm dann da an, die haben mir sogar ein Auto Mietwagen bezahlt, konnte mir aussuchen, was, dass ich meins nicht verheizen muss auf der Autobahn. Hotel vom Feinsten. Und dann komme ich da an, mitten im Wald, eine Lichtung und ein Bierzelt. Und das Bierzelt, eine große Wiese, da standen dann diese Touareg-Rennautos. Da war das eine Preisverleihung für die Touareg oder ein Dankeschön-Fest, keine Ahnung. Ich soll vorher schon mal suche den Veranstalter, komme dann da rein in das Bierzelt, um den zu finden. Dann sage ich mir, ja, hallo, das Zaubern, wo Feuershow, wo machen wir es? Also, ja, ich habe gedacht, sie gehen jetzt einfach ein bisschen von Tisch zu Tisch, machen da überall ein bisschen Feuershow. Kollege, ich mache 5 Meter hohe Flamme. Kannst du dir vorstellen? Achtung, den Finger. Aber der hat wirklich auch für Geld bezahlt und überhaupt keine Vorstellung gehabt, was es sein könnte, Feuershow. Ich gehe von Tisch zu Tisch. Gut. Ja, Hilfe will ich nicht sein. Das hat man ja schon. Es geht ja bei jedem Zauberer mal was schief. Was ehrlich geübt und dann vor Ende verkackt. Wie gehst du damit um? Ich brauche da vielleicht noch einen Tipp. Weil ich bin die Oberrampensau, ich fühle mich da total scheiße wochenlang. Ja. Ja, also bei der Zauberei kannst du nicht mal passieren, dass was nicht so funktioniert, wie es soll. Aber dann tut man halt so, als wäre es Absicht gewesen. Das ist die eine Möglichkeit. Man muss natürlich immer ein Backup haben. Also wenn bei dir was schief geht, musst du eigentlich immer noch einen Plan B haben. Weil ja in der Regel das Publikum nicht weiß, was passiert. Und dann kannst du so versuch, wenn du merkst, oh weh, jetzt fahr ich das Ding gleich gegen die Wand, noch in die Kurve kriegen und das noch retten. Und wenn es dein Lieblingstrick ist, die freust du dich ganz klar. Ja, Tata, ich habe ein scheiß Backup, aber das Ding ist schief gelaufen. Ja, dann, vielleicht kann man einfach mal zugehen, wenn was schief gegangen ist. Ja, aber mach dich ja auch ein Mensch, wenn du sagst, ja, okay, da ist jetzt schief gegangen. Ja, was ich da auf der Bühne mache, ist eine andere Sache, aber wie fühlst du dich danach? Ach so, ja, innerlich zerbricht man natürlich. Also, weißt du, innerlich stirbst du und wirst eigentlich heulen und bleiben. Und du musst die Maske wachen, so, das ist schon. Ja super. Bist du aufgeregt, wenn jetzt zum Beispiel in deiner Show ein Zauberkollege sitzt? Oder aufgeregter wie. Wenn ich jetzt nicht da sitze. Gegenfrage. Ist jemand hier, der zaubern kann? Ich glaube nicht. Nee, es geht tatsächlich. Also, es ist halt so, Zauberer gucken halt natürlich anders drauf, was du machst. Die schauen jetzt nicht wie ein Muggel quasi. Ich hab die schon eher spezifisch nach den Tricks. So. Das kann manchmal ein bisschen dich nervös machen, aber das in der Regel ist das alles ganz gut. Man kennt sich ja, die Szene ist ja nicht so groß, also ich bin mit Abstand somit der jüngste Zauberer, den es gibt. Also es ist schon eher so ein. Nicht der jüngste! Ich gehöre zu ihm. Ach, ist egal, ja, ich hab's nicht zum alten Eisen, ich hab's eher verstanden. So wie du kommst. Gut, geh mal weiter.